Und somit einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht, wann auch immer ihr das Video guckt. Und willkommen zurück zu Fallout 3. Nach dem Abschluss von The Pit wieder zurück im Ödland, in unserem schicken kleinen Bunker. Und das allerdings nicht alleine, denn heute haben wir mal wieder einen Special Guest dabei. Und nachdem der gute Minecraft dabei gewesen ist und das Ganze so ein klein wenig chaotisch war, habe ich heute jemand anders dabei. Eine Person, die selber Fallout 3 Let's Playt. Allerdings auf der Xbox. Wenn ich mich nicht irre. Ja, das ist korrekt. Ja, dann stell dich doch mal eben kurz vor. Ja, hallo zusammen. Ich bin Salia87. Wie der Steve schon gesagt hat, Let's Play ich auch Fallout 3. Allerdings kenne ich das Spiel noch nicht so gut und bin auch längst noch nicht so weit. Aber ich finde es großartig und ich freue mich tierisch, heute hier mit dabei zu sein. Sehr schön gesagt. Gut, wir befinden uns hier in unserem wunderschönen Bunker, den du noch gar nicht kennst. Richtig. Ja, das ist nicht ganz direkt vorteilhaft, aber ja, das ist ein ganz schöner Bunker. Jetzt bin ich in den falschen Raum gegangen. Ist ein ganz schöner Bunker, der ist ein bisschen größer als der andere, den ich habe, hier in Springvale. An dem berühmt-berüchtigten Kohleautomaten, den viele gerne misshandeln als Storage Box. Ach, ich weiß gar nicht, was du meinst. Ja, das. Ich liebe diesen Nuka-Cola-Automaten. Der ist so sympathisch, was? Ja, auf jeden Fall. Sehr formschön, gut positioniert. Ja. Gut, jetzt musst du mir aber mal eben ganz kurz erklären, weil ich habe bis heute noch nicht wirklich durchgeblickt und auch nicht, bisher noch nicht in den Kommentaren nachgefragt. Was hat es mit dem Namen Ramsey auf sich bei dir im Fallout Let's Play? Ramsay, ja, von Ramsay Bolton. Ich weiß nicht, ob du Game of Thrones verfolgst oder das Lied von Eis und Feuer, die Serie. Ich hab mal. Aber irgendwie wurde mir später die Serie doch recht uninteressant. Ich weiß nicht warum. Ist eigentlich eine ganz gute Serie. Also ich finde die Serie hervorragend und Ramsay ist eben einer der Charaktere dieser Serie. Der ist auch erst später dazugekommen, deswegen kennst du ihn wahrscheinlich nicht. Und das ist halt so ein richtig, richtig fieser Typ, der gerne Menschen quält und misshandelt und so weiter. Und weil ich halt als Charakter auch jemand Fiesen erstellen wollte, der auch gerne Menschen tötet und versklavt und so nette Dinge tut, habe ich mir den Namen Ramsay ausgedacht. Okay. Ja gut, weil ich war schon mal kurz schockiert, wie ich mit dem The Pit DLC angefangen habe, weil da gab es einen Sklavenhändler, der hieß Ramsey und der hat auf mich geschossen und da habe ich zurückschießen müssen. Und da war ich erstmal kurz schockiert gewesen, wie ich den Namen gelesen habe und dachte, ich habe dich gerade umgebracht. Nee, hast du nicht. Dann, wenn ich es gewesen wäre, hätte ich besser geschossen. Ah, okay. Jo, wir laufen hier gerade auf unserem Gelände rum. Zur kurzen Erklärung für dich. Dieses Gelände kann ich modifizieren von meiner Basis. Also sprich, ich kann mir meine kleine Basis zusammenbauen und Soldaten rekrutieren, die dieses Gelände bewachen. Weil es kann auch mal vorkommen, dass Supermutanten, mit denen du ja schon mal Bekanntschaft gemacht hast, Ja. natürlich direkt die freundlichste Sorte mit einer Minigun. Aber glücklicherweise nicht die Sorte, welche sich Supermutant Overlord schimpft. Nee, dem bin ich zum Glück noch nicht begegnet. Ja, das ist auch wirklich besser so. Die. Ich meine, ich bin verdammt gut ausgerüstet und Level 26 und hab eine Menge Vorteile und alles, aber die sind dann doch ziemlich böse. Die machen einem echtes Leben schwer. Ich bin gespannt. So, dann möchte ich nochmal kurz nach Megaton. Mittlerweile ist unser Karma auch auf minus 1000. Ja, du bist auch böse mittlerweile. Ja, ich könnte ja jetzt den Grund erzählen, wieso wir diesen Sinneswandel von gut zu böse, ja, erlebt haben.
Aber ich denke, das wäre auch ein kleiner Story-Spoiler für dich vom Spiel. Von daher lasse ich es dann doch lieber. Okay, alles klar. Jetzt bin ich hier gerade noch auf der Suche nach Jericho, dem verrückten Typen mit seiner chinesischen, mit seinem chinesischen Sturmgewehr. Ich habe dem nämlich gute Kronkorken bezahlt, dass der mich begleitet. Und ich finde den gerade nicht. Also der geht mit dir mit quasi als Begleiter. Der geht mit mir mit, der tötet mit mir Leute und Tiere und alles andere auch. Och, das ist ja praktisch. Sobald ich das Feuer eröffne oder er halt, oder wir halt angegriffen werden. Fummeln Sie in letzter Zeit. Ich glaube, den Typen muss ich mir auch mal suchen. Ja, der kostet auch einiges. Und gut, mit dem Karma dürftest du, denke ich mal, keine Probleme haben. Der Das ist schließt. auch so ein fieser Kerl. Der war ein ehemaliger Raider, von daher ja. Ah, okay. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viel der kostet. Ich glaube, wenn du dem dann 1000 Kronkorken gibst, höchstens, dann wird er dein Begleiter werden. Cool. Und da gibt es noch etliche andere Begleiter, zum Beispiel einen Supermutanten gibt es später im Verlauf des Spiels, allerdings nur, wenn man gutes Karma hat. Ach, verdammt. Den habe ich schon verdammt gerne öfter mal als Begleiter dabei gehabt. Wenn ich es sonst privat gerne mal so spiele. Aber Jericho ist auch ganz gut. Vor allem sein Gewehr ist ganz gut. Der teilt damit ordentlich Schaden aus. Wo ist der Sack jetzt? Also den findet man in Megaton. Genau. Da kommt gerne mal das Phänomen zu Tage, wenn man einen bestimmten NPC sucht, dann ist er nie da. Ja, natürlich. Na gut, da ich ihn hier nicht finde, schaue ich einfach mal von Vault 101, wo auch unser Hund auf uns wartet, denn wir haben auch einen vierbeinigen Begleiter mittlerweile. Da bin ich dann hin und her gerissen, wenn ich einen Hund treffe. Weil ich bin ja ein fieser Charakter. Aber ich glaube, Hunde gehen. Das haben wir schon bei Fable gelernt. Auch fiese Charaktere können ihre Hunde lieben. Ja gut, der einzige Grund, warum ich wirklich, der Hund, der war mit einer der Gründe, wieso ich mir damals überhaupt Fallout 3 gekauft habe. Echt, wie süß. Ja, weil ich habe zu der Zeit, als Fallout 3 gekommen war und wo mich angefangen hat, das Spiel so ein bisschen zu interessieren, da habe ich verdammt gerne I Am Legend geguckt mit Will Smith. Und der ist ja da auch mit seinem Hund unterwegs. In diesem, ja, Ödland nicht direkt, sondern halt in dieser naturbedeckten Stadt namens New York, wo ja auch alles vor die Hunde gegangen ist. Und wie ich dann die Rückseite vom Cover des Spiels gesehen habe und gesehen habe, ey, da ist ja eine Person, das ist wohl die, die man spielt, und daneben ist ein Hund, das Spiel muss ich haben. Nur weil der PC damals, den ich hatte, nicht gut genug für Fallout 3. Und dann habe ich es erstmal wieder verkauft, habe mir dann die PS3-Spieler geholt gehabt und habe mir es dann für PS3 geholt, das normale Spiel. Und habe das dann erst auf PS3 gezockt, habe dann die normale PS3-Version verkauft gehabt später. Habe mir dann die Game of the Year Edition dafür geholt für die PS3, habe dann auch das irgendwann verkauft. Und hab mir das ganze Spiel nochmal auf dem PC geholt. Das ist so meine Fallout-Geschichte. Kaufen, verkaufen, Okay, kaufen, Wahnsinn. verkaufen. Also ich habe es mir einmal geholt für die Konsole und damit ist gut. Aber ich habe eine ähnliche Geschichte mit Elder Scrolls, mit der Reihe ab Morrowind. Da ging das bei mir auch ähnlich chaotisch. Ja gut, Elder Scrolls ist bei mir so ein, ach, so ein Spiel, da habe ich Oblivion mal gezockt
Und zwar das auch nur so ungefähr eine halbe Stunde. Und das war letztes Jahr, wie es Computerbild Spiele da drin gewesen ist. Habe ich mir gedacht, kann man ja mal holen, ist ein gutes Spiel. Oder soll zumindest gut sein. Hat ja etliche gute Bewertungen und alles. Und hab's auch mal probiert, aber die Grafik hat mich dann doch ausnahmsweise irgendwie abgeschreckt. Und was ich noch gespielt hatte, das war bei Release Skyrim, aber irgendwie war mir da die Karte zu groß und die Drachen irgendwie zu nervig. Wenn man so ein Level 5 Ritter im Nahkampf ist und die ganze Zeit so blöde Drachen angeflogen kommen. Herrlich. Und man ist dann halt Gerade die auf. Drachen, so das Highlight. Ja, das Problem war halt einfach, ich als Low Level und halt auf Nahkampf getrimmt gegen so einen blöden Drachen, der mich im Nahkampf einfach mal weghaut. Zum Frühstück verputzt. Das war dann doch nicht so schön. Und dann bin ich halt doch Ja, lieber okay. ins nächstbeste Dorf gerannt, damit die Probleme damit haben und ich meine Ruhe hab. Und bin dann halt friedlich pfeifend wieder weggegangen. Während die halt Spaß mit dem Drachen hatten. Auch eine gute Taktik. Ja, und dann gab es so halt ein paar Punkte bei. Ach du Scheiße, es ist stockdunkel hier. Und ich kann mich nicht wegbewegen, weil Gegner in der Nähe sind. Natürlich ein Supermutant. Juhu, wo bist du denn hingelaufen? Ich bin gerade per Schnellreise zum Polizeiquartier von Germantown. Ach nee, da bin ich ja auch gerade auf dem Weg hin. Ja. Da gibt es Supermutanten. Juhu! Aber Mach nicht mir Mut. mit einer Minigun. Ich werde deine Arme Ja, brechen. dann ist ja gut. Eine heiße Kartoffel. Gott. Und ich weiß ja auch nicht, ob du schon bemerkt hast, aber Supermutanten sind ein bisschen von der IQ-Sorte unter 1. Ja, doch. Semi-intelligent. Ja, dann ist ja gut. Da gibt's einen netten Gag bei Fallout New Vegas. Und zwar haben da die Supermutanten ihr kleines Lager, nenne ich es jetzt mal, auf einem Hügel, der sich in Fallout New Vegas Idiotenhügel nennt. Und Schön. da sind die auch recht gut aufgehoben. So, ins Todeskrallengebiet möchte ich nicht gerne gehen. Ach was, wieso? Ja, weil ich mich dann nämlich auch konzentrieren muss und wir dann keine netten Gesprächsthemen mehr haben. Wie in diesen verdammten Todeskrallen, die auf mich zurennen und mich alle tot sehen wollen und ich dann einfach nur noch auf Dauer beschließe, kreichend wie ein Mädchen weg. Au! Wegzurennen. Also das würde ich eigentlich ganz gerne mal erleben. Nee, danke. Kreischend wie ein Mädchen wegrennen. Da würde ich dann doch eher sagen, dann warten wir, bis es mit Fallout New Vegas losgeht. Weil es noch ein bisschen dauern kann, weil Fallout New Vegas werde ich dann angehen, wenn ich halt Fallout 3 durch habe. Und ja, weil Fallout New Vegas ist auch um ein gutes Stückchen knackiger und schwerer. Weil es dort dann halt auch so Statuseffekte wie Gift gibt und alles. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. So, ich würde sagen, wir beenden dann hier einfach die Aufnahme, weil ich habe keine Lust, gegen diesen Albino Red Scorpion zu kämpfen. Okay. Ach, Mann. Ja gut. Führt jetzt auch kein Weg vorbei. Entweder wird es ein sehr kurzer Kampf. Autsch. Oder nicht. Aber mal eben eine andere Frage. Du spielst ja derzeit. Okay.
War ich irgendwie beleidigend zum Skorpion oder warum? Ah, jetzt kommt er wieder. Dachte gerade schon, ich hätte ihm den Spaß verloren. Du spielst ja Assassin's Creed, Fallout und hier Pirates. Ja. Ah, verdammt, Sackgasse. Auf der Xbox. Richtig. Bist du denn so ein Xbox-Anhängerin oder irgendwie so in der Art? Ja, auf jeden Fall. Immer schon gewesen von Anfang an. Also generell lieber immer Konsole gehabt als PC, weil es einfach, ich bin so ein totaler Technik-Noob und das war immer so schön einfach. Man hatte halt Spiele, die genau dafür vorgesehen waren, man hat die reingesteckt, es lief alles super einfach. Und deshalb immer schon Konsole, angefangen noch mit N64 und sowas und dann aber auch die Xbox. Ich hatte allerdings nie eine Playstation oder so, also da war ich immer im Xbox-Lager. Ja. Ja gut, da gehöre ich eher zum... Boah, wieder mega creepy Geräusche hier in der Nacht. Ich weiß ja nicht, ob du den Part kennst mit der Rettungsaktion von Germantown. Nee, noch nicht. Da gab es auch zwischenzeitlich mal ganz gruselige, böse Geräusche. So, der Kampf... Ach so, doch, bei dir. Den habe ich gesehen, doch, doch. Ah, okay. Der Albino-Skorpion ist tot. Alice, kein Problem. So, da hinten will ich hin. Zu dem wunderschönen Örtchen namens Paradise Falls. Ja, und wie ihr sehen könnt, hat sich auch das Ödland verändert. Weil vorher war hier alles voller Bäumen, bei denen wenigstens noch ein bisschen Geäst dran war. Mittlerweile ist es gar nicht mehr. Ich glaube, wir haben ein bisschen zu viel Zeit verschwendet, dass jetzt hier wirklich alle Bäume so gut wie ausgestorben sind. Mit dieser schönen Flora Overall Dingsbums Mod. Die halt nach der beliebigen Zeit, die halt nochmal anfängt mit hier heruntergekommen, da hätten das schon wieder so ein blöder Skorpion. Paradise Falls ist echt ein unsicherer Ort hier. Gefällt mir nicht. Zu viele Skorpione hier. Die sind mir noch nicht begegnet. Ja, ich glaube auch mit deinem momentanen Level und mit der Bewaffnung, wobei dir geht eigentlich die Bewaffnung, die ist ganz okay. Aber bei dem momentanen Level, da würden die doch eher kurz einen Prozess machen. Die sind echt böse. Ich würde sagen, am besten einen Baum suchen zum Hochklettern, aber das geht ja in dem Spiel nicht. Ja, schwierig. Jo, in Paradise Falls kommt man auch nur rein, wenn man entweder ein böses Arschloch ist, so wie ich hier, oder... Auch du, und da hinten läuft die Todeskralle, ja. Was für eine Kackgegend lebten ihr hier, Leute? Huhu, Todeskralle, hierher! Ja, okay, dann gehe ich halt schon hin. Gibt auch eine schöne Mod für Fallout New Vegas. Da kann man sein eigenes Todeskrallenbaby hochziehen. Okay. Also ein bisschen Tamagotchi, musst ihn füttern, mit ihm spielen und alles. Und wenn er groß ist, dann wird er halt voll zur Killermaschine und begleitet dich. Ist schon geil, auf was für Ideen die Leute kommen. Ja, vor allem bei so einem modfreudigen Spiel wie Fallout, weil es halt auch so unglaublich viele Möglichkeiten bietet. Bist mir gerade ein bisschen zu schnell auf mich... Ja, jetzt mir gerade ein bisschen zu schnell auf mich zu. Du Todeskralle. Aber mit unserer Kampfschrotflinte kein Problem. Ja, Paradise Falls, eine Sklavenstadt. Oder eher Sklavenhändlerstadt. Eben, da kommt man halt auch nur rein, entweder wenn du beim Karma, also beim Karma böse bist und sehr böse, dann kommst du da rein. Und wenn du, ich weiß gar nicht, ob man als gut überhaupt reinkommt. Als neutral muss man eine Quest erledigen, indem man ein paar entflohene Sklaven fangen muss. Die gibt auch ordentlich Minus-Karma.
Stopp! In Paradise Falls hat keiner was zu suchen, es sei denn, er treibt Sklavenhandel. Und ich entscheide, was Sklavenhandel ist und was nicht. Ja. Da habt ihr es gerade alle gehört. Außer Salia, die hört nicht gerne zu, was Fallout betrifft. Nee, es geht ja nicht. Jo, wir können diesen Kerl jetzt einschüchtern mit unserem Karma. Indem wir halt einfach fordern, dass wir hier rein dürfen. Sonst gibt's Ärger. Und da wir ja minus 1000 Karma sind und sehr böse. Und... ja, wir sind sehr böse. Ich denke, da muss man nicht mehr sagen, oder? Sie brauchen nicht Ihre Muskeln spielen zu lassen. Ich hab nur geblufft. Wir wissen, wer Sie sind. Sie können reinkommen. Eine gut gemeinte Warnung. Benehmen Sie sich nicht wie ein Esel. Sie werden... Ach ja, ich habe ein Angebot, das uns beiden nutzen würde. Es wäre es wert, darüber nachzudenken. So, und sein Angebot für eine Quest lehnen wir ab, denn diese Quest können wir nicht mehr erledigen. Und was backt denn da hinten rum? The fuck? Was ist das? Es ist ein deformierter Skorpion, der zwischen einem Auto und einem Zaun gebackt ist und... ja. Es sieht sehr merkwürdig aus. Das, okay. Das liebe ich so an Fallout 3, so diverse Bugs. Zum Beispiel, wenn man die ganze Zeit in den Himmel guckt und du rennst da durchs Ödland, kann es passieren, dass auf einmal mal so 500 Meter in der Luft eine Todeskralle vorbeifliegt. Auch wenn die überhaupt nicht fliegen können. Die dann irgendwo dann brutal auf den Boden aufschlägt. Das hat auch bei mir schon mal für einen ordentlichen Schreckmoment gesorgt. Wenn man noch so low-level ist und man spaziert ein bisschen durchs Ödland und denkt sich nicht Böses und auf einmal vor dir so eine Todeskralle auf den Boden aufschlägt. Oh ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist dann auch manchmal recht spaßig. So, in Paradise Falls gibt's auch einen Gefährten oder eher eine Gefährtin, die man kaufen kann. Und zwar eine Sklavin. Ja. Und hier gibt es auch eine Menge Sklaven. Und... ich kann auch so viel Sommer verraten, dass ich irgendwann wieder zu The Pit zurückkehren werde. Mit Kriegsbewaffnung. Denn wir sind da noch nicht ganz fertig. Und mit nicht ganz fertig meine ich... was ist los, Killer? Den Grund. Es gibt ja diese wunderschöne Nebensache, Nebenquesten ist es einfach mal, wie jetzt zum Beispiel bei Arevu. Und bei der Familie, dass man denen halt immer wieder Blutpakete bringt für ein bisschen Kronkorken oder halt Altmetall im Megaton. Sehen Sie sich das hier mal an. Ich und einige meiner Jungs haben uns überlegt, dass Sie einen Teil unserer Beute gut gebrauchen könnten. Ja. Uns hat gerade ein Sklavenhändler Munition geschenkt. Einfach so. Ach, das ist ja nett. Ja. Ja, da kann man halt auch so Deals abschließen und bei The Pit ist es halt... Die Sache mit dem Teddybären. Ah, alles klar. Dafür soll ich Teddybären sammeln. Genau. Also wenn man sich da dann bei The Pit der richtigen Fraktion anschließt, es gibt da zwei Fraktionen, und zwar die Sklaven und die Sklaventreiber, dann hast du halt später die Möglichkeit, dich einer von den beiden Fraktionen anzuschließen. Und für eine der beiden Fraktionen musst du halt dann die Teddybären finden und abgeben. Und bekommst dann auch Kronkorken dafür. Und bei mir ist diese Person, wieso auch immer, gestorben. Wo ich halt die Teddybären hätte abliefern müssen. So. Oh nein. Dann habe ich halt einfach mal den Anführer von deren Fraktion getötet. Aber da noch diese Fraktion und die andere Fraktion leben, möchte ich später dahin zurück und will meine wohlverdiente Rache dafür, dass ich umsonst Teddybären angesammelt habe. Ja, das ist ja auch ein Unding. Ja. Und da werde ich... völlig zu Recht. Ja. Forderst du Rache. Finde ich auch. Und da werde ich halt jetzt erstmal dafür sorgen, dass ich
mir langsam aber sicher einen ordentlichen Munitionsvorrat für meine Minigun und meinen Raketenwerfer zusammensuche. Und dann wird halt einfach mal ein bisschen Leute massakriert, getötet. Sehr gut. Jo, hier haben wir auch so ein paar Sklavenzellen. Ich habe mittlerweile auch endlich diese wunderschöne Mod installiert, in der ich auch Kinder töten kann. Wobei ich mir da noch nicht so sicher bin, was grausamer ist. Entweder Kinder töten oder halt die Kinder im Ödland alleine rumlaufen zu lassen. Bei Gefahren wie Todeskrallen und Skorpionen und was auch immer. Ich habe schon Leute dafür umgebracht, dass sie mich krumm anschauen. Kriegt man für das Töten von Kindern Erfahrungspunkte? Weiß ich jetzt gar nicht. Aber ich habe die Möglichkeit gehabt, zwischen zwei Mods, also zwei Versionen. Eine Version ist den Leuten... also eine Version ist eine stinknormale Version, die reagieren so wie auch sonst immer, wenn du irgendwelche Leute tötest. Meist ist es denen egal, außer die sind direkt dabei, dann ist es denen natürlich nicht egal. Kannst du mal bitte weggucken, Kollege, ich möchte diese Waffenmod klauen, vielen Dank. Und dann gibt's noch eine Version, wenn du da Kinder tötest, das fällt den Leuten auf, die merken das, die fangen an, dich zu meiden, und wenn du zu viele Kinder getötet hast, dann kannst du dich nirgends mehr blicken lassen, weil alles auf dich schießt. Knarren, knarren. Okay. Und ich habe halt die milde Version gewählt. So, brauche... Ach was, wieso denn? Ja, weil ich keinen Bock habe, wenn ich irgendwann mal wieder nach Megaton gehe, um Altmetall abzugeben, dass dann sofort alles auf mich schießt. Ja gut, das ist verständlich. Ja, finde ich auch. So, wir haben 21 Kronkorken, damit können wir uns keine Stimpacks leisten, was schade ist, weil wir haben nur noch 200 Stück. Und es wird ein lang... Ach so, nur. Es wird ein bisschen eng mit den Kronkorken. Und mit den Stimpacks. Aber gut, so. Den haben wir hier schon mal Paradise Falls aufgedeckt. Und dann mal kurz gucken, was wir denn noch an Aufgaben haben. Wir könnten mal zur Familie gehen. Die hast du zwar schon abgeschlossen, aber... Ja, ich habe sie erst abgeschossen und dann abgeschlossen. Ja. Das stimmt durchaus. Das sind dann auch so gerne so Momente, wenn man als Spieler, wo das Spiel kennt, dann erstmal schön einen Face beim Videogucken macht. Und so, nein, da kannst du doch das und das und kriegst doch das und das dafür und... Kannst du doch nicht machen. Ja, wusste ich ja nicht. Ja, ich nehme dir auch mal wieder. Punkt für dich. So, denn wie kommen wir am schnellsten nach Arevu? Haben wir einen Ort in der Nähe? Den Schlupfwinkel. Wir haben noch so viele Gebiete offen und gibt auch noch so viel, was man hier machen könnte. Vor allem hier, wie man so schön sehen kann, in DC, da gibt es ja tausende von Markierungen. Im Übrigen, ich sehe auf der Karte alle Markierungen. Aufgrund eines Perks, den ich freigeschaltet habe. Da kann man dann halt auf der Karte sehen, wenn man die Karte öffnet, wo welche Orte sind. Und kann man sich halt auch schön daran orientieren, wo man dann mal hingehen will. So, und ich schleppe immer noch diese verdammte, beschissene Geige mit mir rum, fällt mir ein. Eine Geige? Eine Geige. Es gibt eine Vault. Also es gibt so ein paar Vaults, in die man reingehen kann. Und jede Vault hat so ein spezifisches Thema. Ich weiß jetzt zwar nicht, was die Vault hat, aus der man selber kommt. Aber es gibt zum Beispiel eine Vault, die hat ein eigenes Musikstudio, Aufnahmestudio und halt komplett auf Musik getrimmt. Und da kann man eine Geige drin finden. Und diese Geige kann man sich entweder so direkt abholen oder man wartet, bis man eine Quest kriegt, wo man die Geige abholen muss für eine alte Frau. Und sobald man das gemacht hat und hat ihr dann halt diese Geige geliefert, gibt es einen neuen Radiosender. Ah ja, okay. Einen Radiosender halt mit
Violinen-Geigen-Musik. Den man zwischen. Ist halt die Frage, ob man den haben möchte. Es geht, also man kriegt ja zumindest keine Content-Treffer, wenn man da jetzt Radio hört. Nicht so wie bei Galaxy News Radio, wo 50er, 40er Jahre Musik läuft. Ja, stimmt, das ist unpraktisch. Wo laufe ich denn gerade hin? Da lang. Und PC bist du halt eher weniger aufgestellt. Ja, generell weniger aufgestellt und im Moment Let's Play ich auch nicht am PC. Ich habe zwar ein paar Sachen hier stehen, die ich eventuell auch mal machen möchte, aber so genau habe ich mich da noch nicht mit beschäftigt. Okay. Ja gut, hier bei uns bei OGM, da gibt es halt momentan eigentlich nur PC-Titel, die wir spielen. Und ja, zwischendurch wird es auch bald mal vielleicht der ein oder andere PlayStation 1, PlayStation 2 Titel folgen. Retro. So ungefähr, ja. Also PlayStation 1 auf jeden Fall. Ja, geht gleich was in die Luft. Ah ne, hier brennt einfach nur. Hat einfach nur ein Jaoguai gebrannt. Hallo Jaoguai, du verstrahlter hässlicher Bär. Auch aggressive Drecksbiecher. Viecher, wenn man da nicht Tierfreund ist. Ja, die kenne ich bisher auch nur von dir. Ich bin auch selber noch keinem begegnet. Und ich nehme jetzt auch einfach mal an, Fallout 3 wirst du nicht zu 100% Let's Playen. Also, dass du jede Quest annimmst und erledigst und was weiß ich. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß nicht, wie lange ich das Projekt mache. Ich meine, es bietet unglaublich viele Möglichkeiten und man kann es bestimmt unheimlich lange machen. Ich muss einfach mal schauen, wie lange ich da Lust habe und wie lange es läuft. Ja. Ja gut, 100% werde ich nicht machen. Das ist mir dann doch ein bisschen zu viel. Vor allem auf Dauer wird es recht viel. Und auch recht viele Parts. Legen Sie das hin, okay? Jo. Mir geht aber auch Sie schon. sind nicht hier, um Ja. meine Geheimnisse zu klauen. Halt die Schnauze, du Scheiß-Zombie. Geh weg. Will nicht mit dir reden. Jetzt nicht. Mein Handy hat gerade vibriert. Ey, ja genau. Was ist denn. Oh Gott. Mit dem falschen Fuß aufgestanden oder was? Ja, gut, da laden wir einfach neu. Meine Güte. Bist du gestorben? Nee, ich bin nicht gestorben, aber ich bin ja halt gerade auf dem Weg zur Familie und da gibt es ja diese zwei Ghule in dem Tunnel. Und weil ich halt gerade abweisend und halt ein bisschen beleidigend wurde, hat man halt mal direkt angefangen, auf mich zu schießen. Aber da ich denen auch gerne irgendwann mal Zuckerbomben geben möchte, wenn ich denn mal welche finde. Ja, genau, der Murphy und sein Begleiter. Genau. Ja gut, wie gesagt, das Handy ging gerade los, die 30 Minuten sind gefüllt für diesen Part. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, beim nächsten Part, logischerweise. Oder genauer genommen morgen. Bei einem weiteren Part von Fallout 3. Unter anderem nicht nur mit mir, sondern wieder mit unserem Special Guest hier. Sehr gerne. Ja, und dann sehen wir uns dann morgen wieder. Bis dann. Tschüss.